Im heutigen Tutorial schauen wir uns in Lexocket an, wie wir ein Tere triangulieren anhand von einer TXT-Liste. Wir haben hier Tere-Punkte, eine TXT-Datei mit den Informationen Nummer X, Y, Z. Diese können wir über Datei importieren, Punkte TXT auswählen und einlesen. Nun kommt hier die Frage, ob wir einen lokalen Nullpunkt definieren möchten, da die Koordinaten über 10.000 Meter sind. Da sagen wir ja und machen dann ein Zoom All und sehen hier die eingelesenen Tere-Punkte. Wenn wir so einen Tere-Punkt aktivieren, haben wir hier auf der rechten Seite die Z-Höhe und wenn wir auf das Pluszeichen gehen, die X- und Y-Koordinate. Unten können wir noch auswählen, ob das Koordinatensystem global oder lokal sein soll. Wir sehen hier links unten, machen wir mal kurz zur Kontrolle einen Knoten drauf. Dort sehen wir, sind wir im Nullpunkt. Wir haben hier die globale Koordinate und wenn wir hier auf lokal umstellen, sehen wir, dass wir da unten circa bei Null sind, für den lokalen Nullpunkt. Die Einstellungen für den lokalen Nullpunkt, die können wir unter Einstellungen Nullpunkt festlegen. Dort können wir ganz genau selber definieren, wo wir den lokalen Nullpunkt haben möchten. Hier können wir auch auswählen, wenn wir die Datei exportieren möchten, zum Beispiel ins CatWalk 3D für den Holzbau, ob wir das Modell in globalen oder lokalen Koordinaten exportieren möchten. Wenn wir jetzt hier beim Tere-Punkt mal ein wenig näher ranzoomen, dann sehen wir, dass wir hier bei allen Tere-Punkten auch eine Beschriftung haben. Das ist einfach die Z-Höhe. Und diese Einstellungen lassen sich hierbei hinzufügen mit einem Rechtsklick auf den Tere-Punkt selber festlegen. Wir können sagen, ob wir hier die Höhe und den Namen dargestellt haben möchten, wie viele Dezimale. Und hier können wir auch direkt global über den ganzen Plan die Beschriftung größer oder kleiner darstellen. Unter Hinzufügen lassen sich dann natürlich auch eigene Tere-Punkte hinzufügen, wenn man dann noch weitere Punkte hat. Zusätzlich könnte man hier auch Bruchkanten ziehen von Tere-Punkt zu Tere-Punkt, um zu verhindern, dass hier falsche Dreiecke gezogen werden zwischen Tere-Punkte. Auch lassen sich Höhenlinien selber zeichnen. Das benötigen wir aber in dem Beispiel nicht und wir können hier jetzt das Ganze mal triangulieren. Dazu gehen wir zuerst in die Z-Ansicht, dass wir von oben drauf schauen, da immer von der Sicht her trianguliert wird. Dann können wir in der Toolbar auf das Triangulationssymbol klicken und erhalten hier jetzt die Dreiecksformation. Wenn man das lediglich für Darstellungszwecke benötigt, für eine 3D-Visualisierung, dann kann man hier beim Modifizieren den Crease-Winkel noch ändern. Dadurch wird das Ganze ein bisschen schöner dargestellt. Die ganzen Dreiecke werden ein bisschen abgeflacht. Nun möchten wir hier bei der Dreiecksformation zusätzlich noch Höhenkurven haben. Dazu machen wir einen Rechtsklick auf die Höhenkurven bei Hinzufügen. Haben hier ein kleines Menü, wo wir die Farben einstellen können, wie die Höhenkurven eingefärbt werden sollen und können dann hier links unten die Höhenlinie auf die Triangulation berechnen. Dazu müssen wir noch ein Intervall auswählen und erhalten so die Höhenkurven. Wenn wir ein Volumen benötigen statt einer Dreiecksfläche, dann können wir die Triangulation hier auswählen und haben hier rechts unten die Funktion Volumen erzeugen. Mit einem Linksklick wird das Volumen direkt erstellt. Nun zum Schluss schauen wir uns noch an, wie man ein Orthofoto darauf projizieren kann. Für Orthofotos haben wir unter Extra CatWalk Maps ein kleines Programm, um Orthofotos direkt herunterzuladen. Dazu haben wir ein eigenes YouTube-Video, das ist in der Beschreibung dann verlinkt. Wir gehen jetzt hier auf das Volumen oder aber die Triangulation, gehen bei Texturtyp auf Orthofoto extern
und können jetzt hier eine JPEG-D auswählen. Das ist die Kalibrierungsfile. Wir haben im Ordner einmal die Kalibrierungsdatei, die festlegt, wo kommt das Autofoto hin und das Autofoto natürlich noch selbst. Dann wählen wir diese Datei aus und wie wir sehen, erhalten wir dann das Autofoto korrekt drauf projiziert. Das wäre dann auch schon das ganze Tutorial zum Terra in Lexocad.